Bei diesen Nachwuchs-Judoka lebt der Traum von Olympia. Schon in jungen Jahren haben die Sportlerinnen und Sportler große Ziele. Mein größter Traum von Olympia ist, da einen ersten Platz zu bekommen. Mein Traum von Olympia ist, eine Medaille zu holen. Mein Traum von Olympia ist, einfach mitzumachen und dabei zu sein eben. Laura Vargas-Koch hat sich ihren Traum von Olympia schon erfüllt. 2016 gewann sie Bronze bei den Olympischen Spielen in Rio. Am Samstag leitet Laura Vargas-Koch im Sportforum Berlin ein Nachwuchstraining. Ja, mein Wunsch von Olympia in Zukunft ist, dass sich eben viele Leute da ihre Träume erfüllen können und dass viele Leute motiviert, Sport zu machen und eben diesen olympischen Gedanken zu leben und da auch das Miteinander in den Vordergrund zu stellen und eben die Reise dahin und nicht nur den einen Wettkampf am Ende. Training mit einer echten Olympiamedaillengewinnerin, das kommt beim Nachwuchs an. Das war eine coole Training, ich habe ganz viel gelernt. Ich fand es gut, mal zu wissen, wie so eine Olympia, also die beim Olympia mitgemacht hat, mal so gucken, wie sie so, also was sie so trainiert und so, was ihre Spezialtechniken sind. Ich habe ein paar neue Sachen gelernt, alte Sachen gefestigt. Es war auch sehr spannend und ein bisschen anstrengend. Mein Traum von Olympia ist eine Veranstaltungsreihe des Landessportbunds Berlin und der Deutschen Olympischen Gesellschaft. Ziel ist es, den olympischen und paralympischen Gedanken zu stärken. Dazu kommen Olympioniken in die Berliner Vereine und geben Trainingseinheiten. Ich glaube, das bringt den Kindern viel, die nehmen da viel mit. Das ist toll, jemanden mal kennenzulernen. Heute zwei Referenten, die so weit vorne in der Weltspitze waren, um die Titel kämpfen, von denen die Kinder träumen. Und das ist total wichtig, dass wir denen solche Veranstaltungen anbieten und dass die da reinwachsen, damit wir dann eben selber Träume und Hoffnungen entwickeln können für Olympische Spiele 24, 28, 32, vielleicht 36 in Berlin. Wir als Judo-Verband wären großer Fan davon, Olympische Spiele auch hier in Berlin wieder zu haben. Der Traum von Olympia soll nicht nur beim Nachwuchs gestärkt werden. Auch Trainerinnen und Trainer werden geschult, um den Nachwuchs vorzubereiten. Der ehemalige U20-Europameister Dr. Daniel Lachmann leitet am Wochenende eine spezielle Trainerfortbildung. Sein Ziel? Gemeinsam sich weiterentwickeln, obwohl wir auch Konkurrenten sind und dadurch eben bessere Leistungen erbringen. Im Alltag, mit der Fitness, mit der Gesundheit, im Sport. Der Traum von Olympia. Er lebt beim Nachwuchs und auch bei den Erwachsenen.